Unterteilung abgeschlossen. Aber was frag ich denn da? Abenteuer sind schließlich Abenteurer, verdammtes Wort, sind schließlich weit gereiste Leute. Womöglich weißt du sogar besser als ich über die Stadt Bescheid. Korrigiere mich einfach, wenn ich falsch liege. Limsalominsa verfügt über die stärkste Marine in ganz Eorzea und einen ziemlich bescheuerten Namen. Nein, es geht wirklich. Ist gar nicht lange her, dass die Stadt in der Hand von Piraten war. Aber der neue Admiral hat ordentlich aufgeräumt. Dass sie selbst mal zu dem Pack gehört hat, würdest du nicht glauben. Na, sonst was? Ah, das wäre natürlich cool. Und ich meine, da ja Final Fantasy 14 eigentlich sehr viel Wert darauf legt, auf Final Fantasy Teil anerkannt zu werden, als Teil Sachen aus den früheren Teilen. Nee. Es war eher in den westlichen Spielen mit dem Kopierschutz und den Anleitungen. Also wäre jemand sowas wie, sagen wir mal, King's Quest und Co., oder? Ja. Da gab es auch noch den guten alten, echten, wahren Kopierschutz. Moment hier mal, das war der Kopierschutz? Oder wie? Nee. Aber das musste man in der Komplettlösung nachschlagen. Nee, in der im im na. Das ist hammermäßig. Ich glaube, da würden heutzutage die meisten Leute versagen. Vor allem, da es neuerdings keine Anleitung mehr gibt bei Videospielen, keine Handbücher. Maximal ein kleiner Zettel, auf dem steht, wie du dich bei, sagen wir mal, Capcom anmelden kannst, um dir Bonuspunkte zu holen. Aber das war's auch schon. Oder war das Bandai Namco? Ich glaube, es war Bandai Namco. Machen aber andere auch so. Square Enix etc. Vielleicht auch ein paar westliche Firmen, aber die Spiele spiele ich eigentlich nicht so. Ah. So. Vom nicht dagewesenen Kopierschutz. Wo waren wir gerade eben? Ah ja, okay, da waren wir. Na, sonst würde sie auch mit diesen Raubeinen garantiert nicht fertig. Es gibt mehr Verbrecher und Unruhestifter hier als Schuppen an einer Bartel. Und dass die Piraten nicht gern klein beigeben, hast du vorhin selbst gemerkt. Und dann die Sahagin, die die Küstenstriche unsicher machen. Schon mal von dem wilden Stamm gehört? Die ersten sehen aus wie eine, nee, die sehen aus wie eine Art, Drachenmolch und leben im Meer. Echt? Wie ein Molch sehen die aus? Ah. Das sind die vielleicht was ein Übersetzungsfehler oder ein bisschen ungünstig übersetzt. Ah, endlich. Land in Sicht. Ja, sieh nach vorn, die Meeresmetropole Limsalominsa, geleitet von Lim Lane, gesegnet mit den Schätzen der See und heimgesucht von ihren Ungeheuern. Schau sie dir an, mein Lustknabe, und ich kann das wirklich sagen, denn du heißt ja wirklich, du heißt ja tatsächlich so. Oh Gott, wenn das nicht jede Menge reizvollen Stoff bietet für allerlei Doujinshi. Entschuldigung, das muss kurz sein. Also hier spricht normalerweise der Sprecher das, was ihr hier unten seht. Hier Raklim sein Pro Heimatschafen für Fischer, Piraten und Halsabschneider. Der Sprecher ist eigentlich ziemlich cool, deswegen schade, dass er nicht zu hören war. Ey, ich hab doch den Ton nicht ausgestellt, nee. Zahllose Inseln sind wie zu einer luftigen Takelage verbunden. Und über allem wacht Lim Lane, die Göttin der Seeleute. Ja, heute hat die salzige Brise jemand Besonderes in den sicheren Hafen getragen. Und vor ihm nochmal ein paar andere, mehrere Millionen besondere. Und nach ihm auch nochmal ein paar mehrere Millionen besondere. Denn wir sind besonders. Special. Noch kennt dieser Abenteurer sein bedeutendes Schicksal nicht. Das ist gelogen, ich kenn's doch schon. Hier.
schreitet der Milchbubi Elf. Milchbubi Elesen. Eleven? Elesen mit Z. Seinem Schicksal entgegen. Und hofft, dass er niemals seine Haarfarbe verliert. Hier trennen sich unsere Wege. Alles Glück der Welt, Freund. Es war mir ein Vergnügen. Ich muss auf dem Markt nach dem Rechten sehen. Und dann geht's gleich weiter. Keine Zeit zum Däumchen drehen. Hier, das gebe ich dir dafür, dass du vorhin meine moralische Stütze warst. War ich das? Und Momentchen mal. Das, was wir in der Kajüte gemacht haben, war eigentlich keine moralische... Naja, du hast mir immer noch nicht deinen Namen verraten. Ups, Fehler. Na, aber viel wichtiger ist ja Folgendes. Dass du ein großer Held wirst. Und ich dann allen erzählen kann, dass wir uns kennen. Na, wie klingt das, hä? Ist das nicht gut? Ja, mir gefällt das. Ach ja. Dann kriege ich wieder ein Freibier in der Kneipe. Das wird was. Ah. An welch fremde Gestade, durch welchen tosenden Sturm wird die Reise ihn führen? Hier beginnt sie. Bis die See ihn im Tod umfängt. Und somit wären wir fast offiziell schon im Spiel drin. Wenn man das Ganze überspringt, hat man ungefähr 20 Minuten gespart, schon mal am Anfang. Das kann hilfreich sein. Und man versteht ungefähr genauso viel. Was hatte ich? Wollte ich schon sagen? Ja. Also irgendwie ist der Auftritt in Limsa ein bisschen besonders. Im Vergleich zu den anderen zwei Städten. Einmal, dass bis ihn der Tod umfängt, ist so ein bisschen schauriger als in den beiden anderen, in dem irgendwie es ein bisschen flacher gehalten ist von der Erzählung her. Und man reist auch nicht auf einem Schiff ein und kommt halt mit einem Wägelchen angefahren. Aber irgendwie hat man das Gefühl, hier wirklich ein bisschen besonders zu sein. Da, du da, ja genau, du bist gemeint. Was, ich, wie, was, wo? Nein, doch. Das hier ist mein Wachdistrikt, Freundchen. Lass mich mal sehen, was diesmal wieder für Treibgut angeschwemmt worden ist. Aber ich bin doch nur ein Lustknabe. Ein Abenteurer frisch vom Schiff und auch ganz wackelig auf den Beinen vom Seegang. Ganz neu in der Stadt, was? So fangen alle guten Geschichten an, nicht wahr? Dann hast du Glück, dass du Rissflo, dem größten Helden der Gelbjacken, begegnet bist. Ich zeige dir den Weg durch all die verwirrenden Stege und Brücken. Mach schon. Oh weh, der Dutinchi geht weiter. Wir wissen, glaube ich, schon, wie wir unsere ersten Gil verdienen. Willkommen in Limsa Luminsa, einem lebhaften Stadtstaat voller Halunken und Banditen. Und willkommen in der Ego-Perspektive, die ich aus Versehen eben eingeschaltet habe mit R3. Geht wieder, okay. Bitte wähl aus, womit du das Spiel steuern möchtest. Das zweite habe ich nicht, das erste habe ich, okay. Tutorials überspringen. Tutorial-Texte nicht mehr anzeigen. Danke. Oder sollen wir das machen? Soll ich das da lassen? Ich meine mich persönlich. Na gut, ich kann sie ja wegklicken. Wunderbar. Jetzt sind wir endlich so fast in der Welt angekommen und können uns sehr weit bewegen, ehrlich gesagt. Ach wirklich, das Fenster wird wieder angezeigt. Ich habe es doch gerade eben geschlossen. Ei. Okay, wir sind jetzt hier in der Welt angekommen. Endlich mit unserem Elesen. Und beim nächsten Mal geht es vielleicht weiter, wann auch immer dieses nächste Mal sein wird. Und somit herzlich willkommen hier in dieser frei begehbaren Welt. Vielleicht beim nächsten Mal frei begehbar. Bis dann. Lustknabe sagt ciao.